Heute beantworte ich wieder einmal eure Fragen. Steigen wir direkt in die erste Frage rein. Miro fragt: Auf welchen Anime freust du dich am meisten für die aktuelle Frühlingsseason? Ja Miro, da muss ich wohl definitiv Dr. Stone sagen. Auf diese neue Staffel bin ich besonders heiß. Und ja, übrigens schaut unbedingt mal bei Miro vorbei. Er hat einen richtigen nicen YouTube-Kanal. Ich verlinke ihn mal hier oben. Nächste Frage. Oreo fragt: Wie lang denkst du geht der aktuelle Hunter × Hunter-Arc noch? Ach, das ist unmöglich vorherzusagen. Denn wir wissen ja zum Beispiel, der Chimera-Ant-Arc war zum Vergleich zu den anderen Arcs sehr lange und die anderen waren halt relativ kürzer. Und für den aktuellen Arc, ich weiß nicht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es noch ewig lange geht. Aber ich glaube dennoch, dass wir auch noch einiges erwarten dürfen. Deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht, wie ihr denkt, wie lange das noch geht. Jäger fragt: Was habe ich denn für eine Meinung zu der Charakterentwicklung von Ehrenjäger aus Attack on Titan? Ja, jetzt wird es kontrovers von meiner Seite her. Ihr wisst es, ich liebe diesen Anime, ich liebe Attack on Titan, aber ich muss ehrlicherweise sagen, bei mir ist der Hype ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nach hinten gerutscht. Also die neuesten Staffeln, die ich jetzt gesehen habe, finde ich persönlich jetzt nicht mehr so geil. Die vorherigen Staffeln haben mir jetzt besser gefallen. Klar, es ist ein ganzer Aufbau und so. Und natürlich, er gehört immer noch zu meinen Top 10. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr mega heiß drauf. Und sage, ey, wenn das raus ist, ich muss es nach demselben Tag gucken. So nicht, aber ich mag es immer noch halt. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Und das ist jetzt eben wichtig, dass ich das vorher gesagt habe. Ja, meinst du Ehrenjäger? Auch er, ich mag ihn halt vorher mehr. Und klar, die Entwicklung ist auch krass. Und man kann ihn mehr oder weniger irgendwo verstehen. Aber richtig feiern tue ich sie, glaube ich, nicht so. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der sagen würde, yo, der hat die geilste Charakterentwicklung ever. Wie gesagt, ich hätte gesagt, ich feiere es auf einem gewissen Maße, aber jetzt hat nicht völlig übertrieben. Und ja, ich weiß, dass viele Ehrenjäger feiern und auch den Anime. Und das will ich auch niemand absprechen, das ist auch cool so. Und ich kann auch verstehen, warum man ihn feiert. Deshalb alles cool, aber dies ist halt auch meine Meinung dazu. Dann haben wir noch eine Frage von Oreo. Was ist deiner Meinung nach der unterschätzteste Moment aus Hunter × Hunter? Also übrigens, der zu unterschätzteste, das ist sehr schwer, weil es erstens sehr viele Momente gibt und man da aufzählen könnte. Und dann kommt es auch darauf an, was man als unterschätzt ansieht. Weil wir haben verschiedene Meinungen. Das, was du vielleicht zu unterschätzt hast, halte ich jetzt für gar nicht unterschätzt. Und was ich finde, du vielleicht schon. Deshalb, das ist irgendwo Meinungssache, aber ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es der Moment, wo Kilua die Nadel von Illumi entfernt und die Umarmung von Leorio und Gon im letzten Arc. Ja, die ist auch wirklich sehr schön. Aber ich bin jetzt da nicht ganz deiner Meinung, aber ich glaube, der Moment, wo Kilua seine Nadel herausnimmt, das war ja trotzdem alles sehr gut inszeniert und gab ja definitiv Gänsehaut. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass der unterschätzt wird. Das glaube ich nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, was sehr unterschätzt ist der Kampf zwischen Yuppie und Knuckle, auch ganz insbesondere. Und natürlich der ganze Kampf bei der Treppe. Weil ich finde das so cool. Also Yuppie nimmt dann so verschiedene Formen an. Man versteht seine Seite, seine Motivation, er gibt sich Mühe. Und zum anderen hat er so viele Gegner wie keiner. Und auch Knuckle legt sich ins Zeug. Und man ist irgendwie hin und her gerissen. Und ich finde die Kämpfe richtig episch, richtig cool. Aber einfach dieser Teil mit allen Beteiligten, ich glaube, das wird zu sehr unterschätzt. Weil wirklich alle ums Überleben und Beschützen kämpfen. Dann würde ich sagen, was mir gerade einfällt, auch bei der Hunter-Prüfungen, als Kilua Illumi sah, da wird es ja wirklich unheimlich und Kilua dreht ja dann anschließend durch und tötet den anderen. Aber ich glaube, das wird auch unterschätzt. Dann habe ich noch eine Frage via Instagram bekommen. Was sind meine Top 10 Anime? Das ist immer sehr schwer, weil klar, ich habe so einige, die sind eigentlich so safe, aber bei den anderen kann das immer ein bisschen wechseln. Denn ihr wisst, wie es ist, man guckt es, man hypt es, dann, ich sage jetzt irgendwas, wenn man das 2-3 Jahre dann nicht mehr guckt, dann geht es dann halt doch schnell oft in Vergessenheit oder ist einem nicht mehr präsent. Aber ich könnte mal meine Top 5 sagen, die eigentlich so safe sind. Vinland Saga ist sicher bei der Top 5 mit dabei. Top 4 hätte ich gesagt Beastars. Ja, Top 3, da muss ich halt immer noch Dragonball Z sagen. sagen, auch wenn das jetzt keine Überraschung ist. Und wirklich ein Highlight, dieser Anime liebe ich und das ist Magi und das kann ich euch wirklich nur schwer ans Herz legen. Guckt euch das an, wenn ihr Hunter x Hunter feiert, dann werdet ihr das höchstwahrscheinlich auch feiern, weil es sehr viele Parallelen gibt. Auch ein super Power-System, sprich sehr ähnlich zu Nen, halt als Lebensenergie. Und es gibt wirklich coole Charaktere und auch einen sehr niceen Antagonisten. Und ich habe auch schon Videos dazu gemacht, aber ich kann es euch wirklich empfehlen, es lohnt sich. Und klar, Nummer 1, das bleibt einfach, ja, was kann es anders sein? Das ist ein Hunter x Hunter YouTube-Kanal, also ist es klar, Hunter x Hunter. In dieser Playlist rechts habe ich noch weitere eure Fragen beantwortet. Wenn ihr dieses Format feiert, dann tobt euch da mal aus. Ich bin damit raus, euer Meruem Boy.